Komm an Bord und weide deine Augen, Bursche. Nein, nicht den linken Fuß. Niemals den linken. Bringt Unglück. Tritt mit dem rechten Fuß zuerst auf. Sie ist solide. Ei, schnittig und geschmeidig. Sie macht 12 Knoten in einer steifen Brise. Kein Schiff zwischen hier und Singapur schlägt sie an einem guten Tag. Was hältst du davon, wenn wir in See stechen und du dich selbst überzeugst? Wo fahren wir hin? Zufällig braucht sie noch Kanonen und Offiziere, die sie befehligen. Wir laufen direkt aus. Keine Furcht, Junge. Ich mach noch einen Seefahrer aus dir. Holt das Graussegel ein, ab in die Wanten und nicht einschlafen. Na los, Männer, bringen wir sie da raus, wo sie sich wohlfühlt. Los, Junge, wenn nicht jetzt, wann dann? Nimm das Ruder! Keine Scheu, Bursche, du musst das lernen. Na komm, mach schon, sie weiß nicht. Jetzt bist du mit ihr verbunden. Fühle in sie hinein. Sie wartet. Rufst du halbes Segel, springen die Männer und sie wird schneller. Halbes Segel! Halbes Segel! Aha, die Akia fliegt wieder. Fühlst du es, Junge? Setze Kurs auf Martha's Vineyard. Dort finden wir unsere Kanonen und Offiziere. Sie ist ein wendiges Schiff, doch je mehr Fahrt sie macht, desto schwerfälliger wird sie. Und umso fester muss dein Griff sein. Genieße das Stück Freiwasser, bevor wir zu diesen Untiefen kommen. Setze volles Segel, wenn du magst. Setz volles Segel! Der Wind dreht sich bald. Sei wachsam, Connor. Böige Winde sind schwer zu meistern. Geht auf halbes Segel! Halbes Jetzt bring uns durch das seichte Wasser. Pass auf, dass du nicht auf Grund läufst. Die Sandbänke bremsen uns, aber Felsen schlagen ein Leck in den Bug. Und willst du schnell wenden, setze halbe Segel. Dann ist sie leichter zu manövrieren. Pass auf die Schiffe auf! Bleib auf Kurs, um dein Wegerecht zu behalten. Wir brauchen mehr Fahrt! Volles Segel! Thank you.
Häuser. Wir sind bald da. Gehen an Land, Kanonen und Offiziere zu. Hallo, Miss Mappy. Noch immer so hinreißend, wie ich dich in Erinnerung habe. Stimmt das? Nach all den Jahren kommst du zurück nach Vinyard, um mir Komplimente zu machen? Wir suchen nach David und Richard Clutterbuck. Auch schön, dich zu sehen. Robert Faulkner. Wo zur Hölle hast du gesteckt? Verzeiht mein plötzliches Verschwinden. Noch keiner durfte wissen, wohin es geht. Habt ihr viel Arbeit? Na, wir sind leider gerade ohne Heuer. Nun, wir suchen gute Kanoniermeister. Was haltet ihr davon, wieder mit mir zu segeln? Wir würden uns gerne mal wieder mit dir streiten. Gut gesagt. Birkia ist ein feines Schiff. Wir stoppen sie gerade mit Kanonen. Sieht so aus, als holt sich dein Freund eine Abreibung. Wo ist Charles Lee? Mir gefällt dein Tonfall nicht, Bursche. Oh, das solltest du dir überlegen, Binnen. Bobby Faulkner spielt jetzt die Arme. Dann hast du wohl endlich erkannt, dass du auf See nichts taugst. Wow, wow, wow. Sowas gibt es hier drin nicht, meine Herren. Oder besser überhaupt nicht. Bobby, nimm deine Freunde und verschwinde. Gehen wir, Jungs. Die Kanonen müssen fertig sein. Na los! Was zum Teufel sollte das dann? Der ältere Mann ist ein Templer. Wer war da bei ihm? Ein Templer? Der Jungspund war Nicholas Biddle. Ein Niemand, segelt vor dem Mast. Ein Seekadett der Krone. Sind die Kanonen bereit? Ei, aber wir sollten nichts überstürzen. Wir finden ein passendes Ziel und zeigen dir, wie es geht. Wir haben eine bescheidene Menge Kanonen an Bord, aber sei versichert. Wir haben Platz für weitere, falls du sie brauchen solltest. Runter auf halbes Segel! Sieht aus wie eine abgetakelte britische Fregatte. Die sollte reichen für erste Zielübungen. Bring sie auf unsere Breitseite. Bring sie zum Wenn alle Kanonen im Ziel sind, rufst du Feuer. Erste Rundkugeln! Gemacht, Junge! Jetzt alle Kanonen auf den Bug und größtmöglichen Schaden anrichten! Breitseite abschießen! Hat noch Pulver geladen! Gut! Jetzt probier mal die Drehbassen, sind genauer! Triff die alten Pulverfässer und jag sie in die Luft! Haha! Bereit zum Feuer!
Nicht schlecht für einen Frischling, Captain. Du lernst aber schnell. Wenn mich etwas interessiert. Wir finden Geschmack an der offenen See, hm? Wir machen noch einen echten Seebären aus dir. Aber jetzt sollten wir zurück. Der alte Mann wird mir sonst noch das Fell über die Ohren ziehen. Die auf uns. Königliches Eigentum beschädigen, den königlichen Frieden stören, such's dir aus. Was sollen wir tun? Wir können nichts tun, als uns zu wehren. Versenkt den Bastard! Benutzt die Drehbassen, Deckung! Englische Fregatte! Ich werde verrückt. Noch eine. Wo um alles in der Welt kommt die denn her? Yeah.
Matrose. Nicht schlecht für deine erste Fahrt, was, Bursche? Jetzt aber schnell zurück, oder der alte Mann reißt mir noch den Kopf ab. Ich hab sie! Hab sie alle! Bring mir, was ich will, und ich geb sie dir. Ganz einfach! Du hast ein Schiff! Du könntest sie alle finden! Wer ist dieser Mann? Wer? Nun, der alte Seebär spricht ständig von irgendwelchen Briefen von Captain Kidd. Völliger Unfug, aber er tut keinem was, also lassen wir ihn. Sprich mit ihm, wenn du magst. Doch Vorsicht, er kaut dir ein Ohr ab. Wie auch immer, die Akia steht bereit. Wenn es dich wieder aufs Meer hinauszieht, warten wir auf dich. Nun bitte ich dich, geh wieder auf den Hügel, bevor der alte Mann wegen mir den Ruhestand beendet. Evochen. Und du hast dich nicht einmal verabschiedet. Verzeih. Und? Worauf wartest du noch? Zieh das an. Einst vor langer Zeit gab es eine Zeremonie für solche Anlässe. Aber ich glaube, wir beide sind nicht der Typ für so etwas. Du hast Werkzeug und Ausbildung. Du hast Aufgaben und Ziele. Und nun hast du einen Titel. Willkommen in der Bruderschaft, Connor. Willkommen zurück, Desmond. Du wirst froh sein, dass es endlich mal gute Neuigkeiten gibt. Ja? Es ist mir gelungen, eine Energiequelle zu finden und sie ist nicht weit weg. Lust auf einen Trip nach Manhattan? Ist es denn auch sicher? Abstergo wird doch bestimmt nach uns suchen. Nichts ist sicher. Wir können aber auch nicht hier rumsitzen und auf Glück hoffen, oder? Wir brauchen die Energie. Außerdem wirst du unsere Aktionen schon verschleiern. Vielleicht. Die Templer haben ja Zugang zu allen möglichen Satelliten und Kamerasystemen. Wir müssen unsere Digitalsignatur irgendwie verbergen. Den Van kann ich vermutlich auch tarnen. Nur für uns kann ich nichts tun. Das ist doch einfach. Versicherten die örtlichen Versorgungsunternehmen, dass sie auf die bevorstehenden Sonneneruptionen gut vorbereitet sind. Die zu erwartenden Ausfallzeiten bezeichneten sie als minimal. Tja, wenn die wüssten. Was ist das? Eine ferngesteuerte Kamera. Sie versorgt uns mit Bildern, wenn du auf einer Mission bist. Und das ist unsere Sprechverbindung. Wir sind fast da, also hör zu. Das Artefakt ist in einem Penthouse-Büro in Lower Manhattan. Um diese Uhrzeit würde jede Art des direkten Zutritts bemerkt werden. Ich glaube, wir haben bessere Chancen, wenn du von oben kommst. Wie von oben?
Hörst du mich? Test, Test. 1, 2, 3. Ja, verstehe dich gut. Aktivier doch mal die Kamera. Ich habe ein Bild. Diagnose läuft. Perfekt. Ich habe ein schönes Startsignal. Ehrlich schon. Leck mich. Gleich hast du es, Desmond. Da oben auf dem beleuchteten Kran solltest du hoch genug sein für den Sprung. Solltest? Das klappt schon, keine Angst.
Naja, ein bisschen Angst wäre schon angebracht. Sicher war sie high, als sie das berechnet hat. Sean! Ein Witz! Das war ein Witz! Oder nicht? Das war nicht übel. So, du bist also Desmond. Ich hatte etwas anderes erwartet. Aber ich schätze, dein Verein hat heutzutage wenig Optionen. Wer bist du? Frag deinen Vater. Jetzt gib mir das! Wohl kaum. Pass auf. Ich soll dich zwar nicht umbringen, aber der Boss hat nichts davon gesagt, dass ich dir nicht wehtun darf. Also ich zähle jetzt bis... Wer zum Teufel ist Daniel Cross? Glaub es oder nicht, er war mal ein Assassine. Der Assassine, so wird es erzählt. Allerdings war er ein Doppelagent, programmiert von Abstergo, um den Orden zu infiltrieren und zu zerstören. Woher wusste er, dass du kommst? Wir könnten aufgeflogen sein. Die müssen gemerkt haben, dass ich ihr Netzwerk hacke und haben Cross geschickt, um nachzusehen. Wenn die wüssten, wo wir sind, wäre es uns bekannt. Aber ich muss sagen, das ist kein gutes Zeichen für künftige Ausflüge. Ich habe da oben Kameras aufgebaut. Wenn jemand kommt, sehen wir es. Ich schlage vor, du suchst einen Anschluss für die Energiequelle. Oder wir gehen zurück zu Connor, wenn du willst. Alle Artefakte der Welt sind nutzlos ohne den Schlüssel. Ich weiß, ihr haltet mich für bescheuert. Aber ich habe den Eindruck, dass uns jemand beobachtet. Wir werden beobachtet. Von Juno. Oder einer Form von mir. Glaubst du, es sind Aufnahmen? Oder ist es ein Geist? Oder irgendetwas anderes? Spricht sie mit uns, wie Minerva mit Ezio sprach? Keine Ahnung. Wer weiß, woran die hier unten noch gearbeitet haben. Es gibt so viele Räume, die wir noch nicht betreten können. Aber glaubst du, sie ist wirklich da unten? Und wartet, irgendwo, lebendig? Noch am Leben? Das ist lächerlich. Das hieße ja, sie wäre mindestens 75, 80.000 Jahre alt. Die waren mächtig, klar, aber nicht so mächtig. Sie suchten hier nach Wegen, um zu überleben. Vielleicht hatten sie Erfolg.
Sohn? Ich muss mich entschuldigen. Ich hätte nicht so um mich schlagen dürfen. Du musst verstehen, dass ich sowas nie gut konnte. Und vergiss nicht, wir führen ein außergewöhnliches Leben. Ich mochte mein gewöhnliches Leben. Du kannst nicht vor dir selbst fliehen, Desmond. Hab ich gemerkt. Hör zu. Es ist dumm, uns immer so im Kreis zu drehen. Ich gebe zu, ich habe bei deiner Erziehung versagt. Entschuldigung, tut mir leid. Aber es ist wichtig, dass du verstehst, dass es nicht böse gemeint war. Du bist mein Sohn. Ich liebe dich. Ich war zu sehr damit beschäftigt, aufzupassen, dass nichts Schlimmes passiert. Ich habe nicht darüber nachgedacht. Frieden. Oh, Desmond, da bist du ja. Tust du mir einen Gefallen? Vielleicht. Wenn das vorbei ist, würde ich gern das Rad im Animus zurückdrehen. Also ganz zurückdrehen. Bis zur Zeit der ersten Zivilisation. Und du glaubst, das geht? Es gab auch keine echten Probleme, als du Altair besucht hast. Allerdings waren das nur circa 1000 Jahre. Und ich habe vor, mindestens 70.000 zurückzugehen. Klar, ich wäre dabei. Wäre interessant zu sehen, wie es damals so aussah. Exzellent. Ich glaube, das wäre sehr aufschlussreich.